Vielen Dank für diese sehr nette Einführung und für das Weglassen des Standardwortspiels Zagier, der Magier, was ich nicht gewählt hätte. Also, ich habe, wie Sie gerade hörten, manchmal in meinem Leben solche Vorträge gehalten, um die Schönheit der Mathematik ein bisschen zu vermitteln, weil die meisten Leute, die keine Mathematiker sind, gar nicht wissen, dass es diese Schönheit gibt und leider die meisten Schüler auch nie gesehen haben, dass es die gibt. Also man wählt eine Richtung und das Thema, das ich heute im Sinne hatte, die Beispiele werden hauptsächlich aus der Zahlentheorie kommen, aber das Thema ist dies, eine gewisse Art von Freiheit, die die Mathematik hat, die sie unterscheidet von anderen Disziplinen. Wenn man Forscher ist in, sagen wir, in Medizin und man studiert Krebs, dann gibt es natürlich sehr viel Interesse. Wenn man sagt, ich möchte irgendeine Krankheit studieren, die nur dreimal in der Geschichte der Menschheit je entdeckt worden ist, ich finde das sehr interessant, wird man natürlich weniger gut ankommen. Und wenn man sagt, man möchte sein ganzes Leben dem Studium von einer Genmutation widmen, die es überhaupt noch nie gegeben hat, aber geben könnte, dann, glaube ich, könnte man seine Arbeiten gar nicht veröffentlicht kriegen. In der Mathematik ist das ganz anders. Man darf und sogar gewissermaßen man muss Themen wählen, die einem selber richtig vorkommen. Und es gibt nicht wichtige Themen und weniger, weil man nie vorher weiß, welche Sachen wichtig sind für die Mathematik oder für die Technologie, für das Alltagsleben. Auch nicht, welche Themen mathematisch interessant sind und welche mathematisch langweilig sind. Es gibt beide. Und das kann man nur, indem man es ausprobiert, erkennen. Also man muss sich lenken durch seine Erfahrung natürlich, seinen Geschmack und eben durch die Schönheit der Mathematik. Also es gibt ganz, ganz viele Beispiele aus dem Alltagsleben. Ich habe mir ein paar überlegt, um etwas parat zu haben, aber es gibt viel mehr. Zum Beispiel der Computer, der unser Leben heutzutage total dominiert mit Internet, E-Mail, mit allem Möglichen. Der Computer könnte nicht funktionieren, wenn man nicht die binären Zahlen hätte, die Boolsche Algebra und verschiedene andere mathematische Disziplinen, die vielleicht nicht einmal den Informatikern so speziell bekannt sind. Die sind eingebaut. Und natürlich wurden all diese Sachen 100 Jahre, 200 Jahre zum Teil früher entwickelt. Niemand dachte an Computer, das war überhaupt nicht der Grund. Aber ohne diese Ideen wäre das nicht möglich gewesen. Dass man sie gefunden hat, ist, weil man erkannt hat, dass es eine Struktur gab, die interessant war, die man entwickeln konnte. Und erst sehr, sehr viel später gab es diese Anwendung. Ein anderes Beispiel mehr aus meinem Gebiet, aus der Zahlentheorie, das ist die Theorie der Primzahlen, die werden auch später ganz kurz vorkommen, und der Faktorisierung von sehr großen Zahlen. Es gibt nichts, würde man denken, was theoretischer ist und unwichtiger für das Alltagsleben, als zu wissen, ob eine 300-stellige Zahl eine Primzahl ist oder ein Produkt von Zahlen und falls ja, ein Produkt von welchen Zahlen. Aber wenn Sie einen Algorithmus jetzt erfinden können, um das schnell zu machen, dann werden Sie erstens sofort die reichste Person der Welt und zweitens werden Sie fast sofort von verschiedenen Spionageagenturen umgebracht, weil das so verheerende Konsequenzen hätte, wenn jemand das Problem lösen könnte. Die ganze Sicherheit, Kryptosicherheit, alle Bankautomaten, die hängen alle davon ab, dass man die Primzahlen sehr schnell erkennen kann, aber die Faktorisierung nicht so schnell machen kann. Also das ist auch eine Entwicklung aus der Zahlentheorie, die total unerwartet war, als diese Ideen erfunden wurden. Noch ein Beispiel, wenn man in Japan den Shinkansen nimmt, den Superschnellzug, man fährt mit 300 Stundenkilometern und der Kaffee in der Kaffeetasse ist total ruhig. Es gibt nicht einmal eine Rille. Es vibriert gar nicht, nicht so wie hier im Westen. Und das liegt daran, dass sie seit 30 Jahren, es gibt natürlich Computer, die entscheiden, wie der Zug ausgleicht, also die verschiedenen Vibrationen. Und statt schnell zu rechts und wenn es nach links vibriert, geht man schnell nach rechts, wird die sogenannte Fuzzy Logic benutzt. Das war ein Gebiet der Mathematik, die man fast als Witz erfunden hat, eine Art Logik, die auf Wahrscheinlichkeitstheorie basiert und die als total, also hirngesponnen empfunden wurde zunächst und absolut ohne Anwendungen. Und das hat diese Art, auch dass die Waschmaschine nicht durch das Zimmer laufen, das ist auch mit Fuzzy Logic.
Und ein letztes Beispiel, das ich rein zufällig gelernt habe, weil ein Freund von mir involviert wird. Es gibt in der Zahlentheorie einen Algorithmus, der heißt LLL, Lenstra, Lenstra, Lovasch. Das sind zwei der drei Lenstra-Brüder, und also Holländer und ein ungarischer Mathematiker. Ich kenne die beiden Lenstra sehr gut. Und ich kannte diesen Algorithmus sehr, sehr gut. Das benutzen alle Zahlentheoretiker. Ist super theoretisch und ist gedacht, um Kurzvektoren in einem n-dimensionalen Gitter zu finden, mit n vielleicht gleich 20, also in hochdimensionaler Geometrie. Total entfernt von der reellen Welt. Aber vor 10 Jahren ist die Präzision von GPS, von den Systemen, wo der Taxifahrer weiß, dass er sie zur Tür bringt, um ein 10-faches oder 20-faches verbessert worden. Davor konnte man innerhalb 500 Meter von dem Zielort kommen. Jetzt ist es innerhalb 2 Meter, und dieser Unterschied kam durch eine Anwendung von dieser zahlentheoretischen Sache. Also das nur zu sagen, dass man mathematische Probleme nicht wählen darf, nur wegen der Wichtigkeit. Man würde es sowieso nicht tun wollen, denn alle Mathematiker wollen das studieren, was ihnen spannend vorkommt. Aber auch wenn man nur an Nutzen denken würde und an Technologie, könnte man nie wissen, welche Sachen wichtig sind. Also ich wollte das durch Beispiel aus meinem Gebiet ein bisschen zeigen, aber auch was anderes, was ähnlich ist, aber für mich viel, das gefällt mir sehr gut als philosophische Idee. Wenn man ein Problem anguckt, ein ungelöstes oder ein gelöstes Problem, denkt man, man wird gleich ein Gefühl dafür haben, das Problem ist sehr tief, hat extrem wichtige Konsequenzen, geht tief in die Struktur der Mathematik, und das andere Problem ist ein bisschen frivol, hat nichts zu bedeuten, ist eben nur ein Amüsement. Und man wird auch ein Gefühl haben, das eine Problem wird sehr schwer zu lösen sein, das andere vielleicht sehr leicht. Beides ist total falsch. Ich werde Ihnen 2 Beispiele geben, und Sie können, ich hoffe, Sie werden auch mitmachen, abstimmen, einfach nach dem Bauchgefühl. Ich werde 2 Aufgaben formulieren, die in der Formulierung sehr ähnlich sind. Und ich sage im Voraus, dass eine der beiden, beide sind elementar in der Formulierung, beide sind elementar zu beweisen, aber eine sehr leicht zu beweisen, ein schon ein bisschen trickreich. Aber darum geht es hier nicht, sondern das eine hat überhaupt nichts Besonderes zu bedeuten. Soweit wir wissen, ist das eine hübsche Sache, die jemand entdeckt hat, die man erzählt, und damit hat es sich. Und das andere taucht auf, ich habe es einmal gezählt, ich glaube in 12 verschiedenen Gebieten der Mathematik und der Physik, von der dreidimensionalen hyperbolischen Geometrie bis in die Quantentheorie und Schrödinger-Gleichung. Also in enorm verschiedenen Gebieten. Und die Aufgabe für Sie ist einfach zu raten von den beiden, die ich erzählen würde, welche ist welche. Und jetzt hoffe ich sehr, dass ich an das Allerwichtigste gedacht habe, nämlich Papier mitzuhaben. Man hat mich gefragt und ich habe die Frage bejaht. Und die Antwort ist nein, aber ich habe viele Rückseiten. Also insofern doch. Denn ich habe einige vorbereitete Sachen, weil es große Zahlen gibt und so, die ich nicht aus dem Stegreif schreiben will, aber ich will es doch mehr lebendig machen. Also ich will jetzt, wie gesagt, 2 Aufgaben erzählen und dann gleich zeigen, wie das funktioniert. Und Sie sollen dann raten, welche von den beiden ist sehr elementar und welche ist eben nicht so elementar. Also, gegeben, ich hoffe, dass das geht mit dem Schreiben, gegeben ist eine Folge von Zahlen. Sie können ganze Zahlen sein, hier meinetwegen positiv, bei der 2. Aufgabe lieber nicht. Bitte, Sie können ganz sein oder rational. Rationale Zahlen sind Bruchzahlen, wie 3/5, minus 1/2. Sie können auch reelle oder komplexe Zahlen sein, aber das wollen wir vergessen. Also gegeben ist eine Folge von Zahlen, A, B, C, D, und es geht auch nach links. Also eine doppelte, nenne ich, Folge von Zahlen. Und sie erfüllt die folgende Regel. Jede Zahl aus dieser Folge, also ich wähle mir, Sie werden gleich ein Beispiel sehen. Jede Zahl aus der Folge, ich wähle mir eine Zahl, ich addiere 1, also jede Zahl plus 1 ist gleich dem Produkt der beiden Nachbarn. Zu zeigen, also das ist die erste Aufgabe, oder zu glauben, jedenfalls es ist wahr, diese Folge. Also die Frage ist nicht speziell interessant, warum würde man das tun wollen? Aber die Sache, die man dann entdeckt, ist wirklich erstaunlich. Zu zeigen ist, dass diese Folge periodisch ist, und zwar immer mit der Periode
5. Also ich gebe ein Beispiel, oder wenn Sie kein Vertrauen haben und Sie denken nicht möglich, Sie können gerne zwei Anfangszahlen sagen und ich nehme die, aber dann bitte kleine, also nicht die siebenstellige Zahlen, wo wir alle schwitzen. Also ich wollte anfangen mit 5 und 6, aber wenn Sie lieber eigene Zahlen, oder mit, nee, ich habe sogar 2 und 5. Oder wir können 2 und 5 nehmen und Sie können dann auch ein paar vorschlagen. Also ich fange an mit 2 und 5 und die Folge, ich gehe nach rechts, denn ich kann nicht gleichzeitig in beiden Richtungen gehen. Also 2, 5. Die nächste Zahl, die 5, ist eine Zahl in meiner Folge. Diese 5 plus 1 muss das Produkt sein von 2 mit etwas. Also 6 ist 2 mal etwas, dann muss das etwas 3 sein. Es gibt keine Wahl. 2 mal 3 ist 6, 6 ist 5 plus 1. Jetzt noch einmal, ich nehme die 3, ich addiere 1, also ich füge 1 hinzu, das ist 4. 4 muss sein, 5 mal etwas, also jetzt bin ich gezwungen, eine Bruchzahl zuzulassen, eine rationale Zahl, 4 Fünftel. Jetzt 4 Fünftel plus 1 ist 9 Fünftel, es wird immer komplizierter. Aber 9 Fünftel ist 3 mal 3 Fünftel, das ist jetzt nicht komplizierter. Jetzt 3 Fünftel plus 1 ist 8 Fünftel und 8 Fünftel ist 4 Fünftel mal 2. Und jetzt 2 plus 1 ist 3 und 3 ist 3 Fünftel mal 5. Und jetzt sieht man tatsächlich, die 2 und die 5 haben sich wiederholt nach 5 Mal. Also wird es jetzt immer weitergehen. Ich kann so lange rechnen, wie ich will. Ich habe immer 2, 5, 3, 4 Fünftel, 3 Fünftel, 2, 5, 3, 4 Fünftel, 2 Fünftel. Wenn Sie gern wollen, können wir gern irgendeine andere, ein anderes Paar oder haben alle totales Vertrauen zum Sprecher und glauben mir. Aber es funktioniert tatsächlich immer. Das ist die erste Aufgabe. Sie erinnern sich, es ging gar nicht darum, dass ich Ihnen zwei hübsche Aufgaben zeige, obwohl ich diese Aussage schon sehr verblüffend finde. Denn wo kommt diese Zahl 5 her? Warum Periode 5 im Gottes Namen? Das kommt aus dem Nichts. Aber die andere Aufgabe ist ein bisschen ähnlich in der Formulierung gegeben. Ist schon wieder eine Folge. Eine doppelt unendliche Folge von Zahlen geht nach links, geht nach rechts. Und wieder jede Zahl aus dieser Folge. Ja, diesmal sind die Zahlen nicht unbedingt, hier konnten sie ruhig alle positiv sein, aber jetzt sind die Zahlen positiv oder negativ und ich nehme den Absolutbetrag. Die Zahl absolut genommen heißt ohne Vorzeichen. Also wenn die Zahl 2 war, bleibt sie 2, wenn sie minus 2 war, wird sie plus 2. Also ich lasse das Vorzeichen weg und sonst ist es genau wie vorhin, nur ich habe jetzt nicht das Produkt der Nachbarn, sondern die Summe der Nachbarzahlen. Und jetzt zu zeigen, also wie gesagt, es ist eine total parallele Formulierung, wieder ist die Folge periodisch und diesmal aber mit der Periode 9. Also wir können wieder mit 2 und 5 anfangen. 2, 5, also 5 ist positiv, also 5 absolut genommen ist schon 5, ist positiv. 5 ist also 2 plus 2. Die andere Nachbarzahl, also die muss 3 sein, genau wie übrigens vorhin, stelle ich jetzt fest. Dann 3 ist positiv, 3 muss 5 plus etwas sein, also das etwas ist minus 2. Minus 2 muss ich aber positiv nehmen, plus 2 ist 3 plus minus 1. Ich muss leider das 9 mal machen, damit Sie es sehen. Minus 1 absolut genommen ist plus 1, plus 1 ist minus 2 plus 3. 3 ist minus 1 plus 4, 4 ist 3 plus 1, 1 ist, ich gucke nur, dass ich keinen Rechenfehler mache beim Reden, 4 ist 1 plus minus 3 und jetzt minus 3 absolut genommen ist 3, 3 ist 1 plus 2 und 2 ist minus 3 plus 5 und schon wieder sieht man, dass die ganze Geschichte sich wiederholt. Ich fange an mit 2 und 5. Ich muss schon ein bisschen geduldiger sein als vorhin, weil es 9 Zahlen sind. Aber nach 9 Zahlen wiederholt sich die Geschichte glatt. Und jetzt dürfen Sie abstimmen. Eine dieser Probleme, beide sind elementar zu beweisen. Also auf jeden Fall auf Schulmathematik genügt. Man braucht keine höhere Mathematik. Aber eine sehr leicht zu beweisen, eine ist ziemlich schwer zu beweisen. Ich habe die Aufgabe gelernt und erst ein paar Jahre später gesehen, wie man einen vernünftigen Beweis machen konnte. Dagegen, ein der beiden Probleme, wie ich schon sagte, hat enorme Verzweigungen, taucht auf in jedem Gebiet der Mathematik
Und die andere Aufgabe ist total uninteressant, ist nur eine Spielerei, soweit wir bisher wissen. Also, ich fange an mit dem zweiten. Welches von den beiden, die Periode 5 mit dem Produkt oder die Periode 9 mit der Summe, also ich sage erst 1, welche ist tief? Und natürlich der Gegensatz, welches ist also nicht interessant. Also ist Nummer 1 die Tiefe, die weit greift? Wer möchte für Nummer 1 werden? Also kann ich nichts hören. Sie müssen mindestens schreien. Okay, und wie ist bei Nummer 2? Na, ich glaube, viele haben gar nicht gestimmt. Aber die, die für Nummer 1 gestimmt haben, haben recht. Problem 1. Aber ich verrate jetzt schon bei dem anderen, das frage ich Sie gar nicht erst, dann ist es doch nur geraten. Auch ein Berufsmathematiker kann es nicht wissen. Man muss die Probleme lang studieren. Problem 2 ist viel lästiger zu beweisen. Problem 1, Aufgabe 1 ist ganz leicht zu beweisen. Trotzdem ist es Aufgabe 1, die wichtig ist. Die ist also leicht, aber wichtig, wirklich wichtig. Taucht in ganz vielen Gebieten der Mathematik auf. Und das andere ist nicht sehr schwer, aber sagen wir schwerer. Aber unwichtig, soweit wie wichtig. Und was ich sagen wollte, ist nicht speziell die zwei Aufgaben, obwohl ich sie doch sehr, sehr hübsch finde, dass es diese Periodizität gibt. Und natürlich kenne ich Mathematiker, die dann, als sie das sahen, angefangen haben, dann die ganze Theorie zu machen, von welche Regeln kann man wählen, die zu irgendeiner Periodizität führen. Und das versteht kein Mensch, aber in gewissen Fällen passiert das. Aber was ich zeigen wollte, ist, dass man eben dem Problem nicht ansieht, was tiefe Mathematik enthält und was eben nicht tiefe Mathematik enthält. Also das war mein erstes Beispiel mit den zwei Rekursionen, wie man sie nennt, die beide periodisch sind. Die anderen Beispiele kommen alle aus der Zahlentheorie. Hier gab es zwar Zahlen, aber das ist keine Zahlentheorie, denn ihr könnt hier auch reelle Zahlen, 4,6 oder so, es geht gar nicht um die zahlentheoretischen Eigenschaften. Das sind die Eigenschaften wie Primfaktorisierung oder die Beschaffung von einer Zahl als ganze Zahl oder als Bruchzahl. Hier war das rein, man könnte es auch algebraisch machen. Aber die anderen Sachen sind alle zahlentheoretisch. Und zwar fange ich an mit einem von meinen Lieblingsproblemen. Das gehört nicht zu dem Hauptthema, aber es ist zu schön, um nicht zu erzählen. Das habe ich übrigens damals für die Vorträge auf der Straße, wo Vorbeigänger also gucken konnten und etwas fragen oder beitragen. Und die Frage geht auf Fermat zurück. Fermat war ein großer französischer Mathematiker, der mehrfach in einem Vortrag vorkommen wird, 1601 bis 1665. Und er hat die Lösung zu dem Problem gefunden, das ich sagen, also zu der Aufgabe, die ich gleich sagen werde. Und zwar, die Aufgabe geht um die Beziehung zwischen Primzahlen und Quadratzahlen. Also eigentlich denke ich, dass jeder hier, Sie sind jetzt trotz Wettes und trotz Fußballspiels hier hineingekommen, dann haben alle etwas Interesse für Mathematik, dann braucht bestimmt nichts zu sagen, aber nur ganz schnell, die Primzahlen sind natürlich die Zahlen, 1 zählt nicht, die keine nicht-triviale Faktorisierung haben. Das sind die Zahlen, die sich nur als 1 mal sich selber zerlegen lassen. Und die Quadratzahlen sind natürlich die Zahlen 1 mal 1, 2 mal 2, 3 mal 3, 4 mal 4, 5 mal 5 und so weiter. Und die Frage von Fermat war, welche Primzahlen sind Summen von 2 Quadraten, von 2 Quadratzahlen. Also p gleich a Quadrat plus b Quadrat. Einige von Ihnen kennen vielleicht die Antwort, dann bitte nichts sagen, aber ich möchte, wenn es geht, erreichen. Ich werde ein Experiment machen, für die kleinen Zahlen das ausprobieren und ich hoffe, dass jemand das Gesetz erkennt, was Fermat gefunden hat und bewiesen, obwohl wir seinen Beweis nicht haben. Und vermutlich der Fand, den ich später erwähne, der noch 1400 Jahre früher war, er kannte vermutlich mindestens experimentell auch die Antwort, aber das wissen wir nicht mit Sicherheit. Und der Satz, den ich gleich sagen werde, oder den Sie gleich hoffentlich entdecken werden, von diesem Satz gibt es inzwischen mehr als 500 verschiedene Beweise. Und ich bin ganz stolz, dass der kürzeste Beweis einer von mir ist. Allerdings ist er sehr kompliziert, ich kann ihn selber nicht behalten, aber der ist sehr kurz.
Also, die Frage ist, wie gesagt, welche Primzahlen? Also ich schreibe einfach die Primzahlen hin. Ich habe schon die ersten, aber ich schreibe noch etliche. Hier bis 20 und vielleicht gehe ich hier weiter. 23, 29, 31, 37. Wenn ich einen weglasse, hoffe ich, wird jemand schreien. Ich gehe bis 50, dann haben wir ein bisschen Material. Und jetzt gucke ich, mache die paar Ersten selber. Ist 2 eine Summe 2 Quadratzahlen? Jawohl, 1 plus 1. 1 plus 1. 3 geht nicht, denn die Quadratzahlen sind 1, 4, 9. Ich muss 2 haben, die kleiner als 3 sind. Das müsste 1 plus 1 sein, das kommt nicht hin. Aber 5 geht wunderbar, 1 plus 4. 7 geht nicht. Und jetzt gehen wir weiter. Und Sie sagen einfach so schnell Sie können. 11, mache ich einen Strich. Nein. 17. 13, ja, ich lese falsch, 13. 4 plus 9, 17. 19. Hier ist die Liste. Geht nicht. 23. Geht nicht. Hier 4 plus 25, vielleicht mache ich das, es geht schnell, das geht nicht. Dieses ganz leicht, 1 plus 36, also dass ich die 36 nicht auf der Liste hatte. 41, da stolpern die Leute immer ein bisschen, aber das geht auch. 16 plus 25, 43 und 47 gehen nicht. Okay, das sind die Daten, das ist das Experiment bis 50. Natürlich mit dem Computer kann man bis eine Milliarde gehen in eine Minute, aber jetzt habe ich bis 50 von Hand. Also wir haben jetzt die Antwort, die Zahlen 2, 5, 13, 17, 2 klammere ich aus, denn 2 ist keine echte Primzahl, die ist so speziell, die wollen wir vergessen. Aber bei den anderen, die sind alle ungerade. Was ist das Gesetz? Und jetzt gebe ich doch einen Hint, weil ich weitermachen will. Wenn Sie 10 Minuten hätten, würden Sie vielleicht für viele von Ihnen das Gesetz entdecken. Aber ich mache die folgende Überlegung. Jede Primzahl, also 2, ist ungerade. Sonst hätten Sie den Faktor 2 und wären nicht prim. Also kann ich 1 abziehen, dann wird sie gerade und durch 2 teilen. Das ist die halbe Primzahl nach unten gerundet. Die Zahlen schreibe ich hin. Also 3 minus 1 halb ist 1, 5 minus 1 halb ist 2, 3, 5, 10 minus 10 durch 2, 12 durch 2 ist 6, 8 durch 2 ist 8, 9, 11, 14, 15, 18, 20, 21 und 23. Und jetzt sehen Sie, woran man erkennt, ob die Primzahl eine gute war und sich zerlegen ließ als Summe von 2 Quadratzahlen, übrigens auf eindeutige Art und Weise. Das ist immer, entweder geht es nicht oder es geht, aber es geht nie auf zwei Weisen. Es gibt keine Primzahl, die 2 solche Darstellungen hat. Also welche funktionierten? Die Geraden, genau. Wenn ich hier unten die einkreise, wo p minus 1 halbe gerade war, das sind exakt dieselben, wo ich eine Summe von 2 Quadratzahlen hatte. Und das ist der berühmte Satz von Fermat, entdeckt und bewiesen, möglicherweise von Diophant schon entdeckt und vermutlich nicht bewiesen und sehr viel später nach 500 anderen Beweisen von mir noch kürzer bewiesen. Also ein wunderschöner Satz. Ich erwähne hier, auch weil das wieder etwas ist, woran ich dieselbe Jahre gearbeitet habe, man kann dieselbe Frage stellen mit Kubikzahlen, also nicht x Quadrat, sondern x hoch 3. Jetzt muss man allerdings Bruchzahlen zulassen, sonst scheint es keine gute Antwort zu geben. Man fragt, welche Primzahlen sind Summen von 2 Kubikzahlen? Wann kann ich p gleich a hoch 3 plus b hoch 3 lösen? Und die Antwort ist ein bisschen kompliziert, aber es gibt eine elementare Antwort. Das ist ein Satz von Viegas und mir vor 20 Jahren. Allerdings ist es nur ein halber Satz. Wir geben ein komplettes Kriterium an und zeigen, dass, wenn es geht, muss das Kriterium erfüllt sein. Und die andere Richtung gilt bestimmt auch, aber die gilt genau dann, wenn die berühmte Vermutung von Birch und Swinnerton Dyer gilt. Und das ist eine der Jahrtausendprobleme, die man eben im Jahr 2000 aufgestellt hat. Es gab 7, eines gelöst, die anderen 6 sind offen. Und für die Lösung bekommt es jeweils 1 Million Dollar. Also das sind nicht ganz leichte Probleme. Also das heißt, die entsprechende Frage mit Kubikzahlen ist sehr tief und ist bis heute nicht gelöst. Aber wir wissen, wie die Antwort lauten muss. Aber eben, wir können das nicht beweisen. Das war etwas mit Primzahlen. Meine anderen Beispiele kommen aus den Diophantschen Gleichungen.
Ich hatte jetzt den Namen Fermat genannt. Ich wollte auch den Namen Diophant nennen. Das ist ein bisschen mein Held in der Mathematik. Wir wissen sehr wenig über ihn. Er lebt ungefähr im 2. Jahrhundert in Alexandria. Hat wunderbare Entdeckungen gemacht. Ein Buch, die Arithmetik, geschrieben mit 13 Bänden. Und alle 13 sind verschollen. Also die Bibliothek da vernichtet worden. Wir hatten also nichts. Aber 6 von den 13 Bänden sind im 15. Jahrhundert wiederentdeckt worden. Und dann kommt das wirklich Überraschende. Wenn ein Wissenschaftler heute sein Papier verlegen würde, und das würde man nach 1500 Jahren wieder verwenden, wäre es vermutlich wissenschaftlich nicht mehr besonders aktuell. Aber seine Sachen, die man 1400 Jahre nach seinem Tod entdeckt hatten, waren so weit der europäischen Mathematik von dieser Zeit im Voraus, dass es, die wurden publiziert. Aber es dauert 100 Jahre, bis ein Mathematiker gab, der wirklich alles verstehen konnte. Und das war Fermat, der zweite Genie von dieser Größe. Also Diophant war so groß, dass er entwickelt hat, noch fast 1500 Jahre nach seinem Tod revolutionäre Mathematik war. Zum Beispiel das berühmte letzte Theorem, der letzte Satz von Fermat, den man vor wenigen Jahren bewiesen hat, um die Jahrtausendwende von Wiles und anderen, ist etwas, was Fermat gekritzelt hat in dem Rahmen von seiner Aufgabe von den Werken von Diophant. Also das nur zur Historie. Und er stellte, also Fermat las Diophant sehr sorgfältig und hat viele Probleme erfunden in derselben Richtung. Das waren Probleme über ganze Zahlen oder über Bruchzahlen. Und ein oder ein paar gingen über rationale Dreiecke, also pythagoreische Dreiecke. Das sind Dreiecke mit einem rechten Winkel. Nun, wir wissen alle aus der Schule, dass wenn ich die Seiten von so einem Dreieck A, B und C nennen, dass dann der Satz von Pythagoras gilt, der natürlich nicht von Pythagoras ist, sondern tausende von Jahren früher von anderen denkbaren Kulturen bekannt war. Also jedenfalls gilt der Satz A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Das ist mir im Moment völlig egal, außer um ein hübsches Diagramm zu machen. Es geht nicht um die Geometrie, es geht um diese Gleichung. Wie kann ich lösen, eine Quadratzahl plus eine andere Quadratzahl haben eine Summe, die wieder eine Quadratzahl ist. Also das berühmteste Beispiel, das kleinste auch, ist 3 Quadrat plus 4 Quadrat gleich 5 Quadrat. Also 9 plus 16 gleich 25. Und bereits in ägyptischen Zeiten hat man diese Lösung benutzt, sagt man, aber ich glaube, das stimmt, ist historisch belegt, um im Acker oder so bei der beim Ackerbau, bei Feldvermessung, ein perfektes rechtes Winkel zu machen. Denn man muss ja ein rechtwinkliges Stück Erde haben. Und zwar nimmt man ein Stück also so Schnur, Seile, und macht Knoten in Abständen von, sagen wir, so und so viel, also in regelmäßigen Abständen. Und hier, das ist nicht sehr regelmäßig, man macht hier 4, hier 3 und hier 5. Und wenn man es korrekt gemacht hat und das Ding dann zieht, dann hat man ein perfektes rechtes Winkel. Also das hat man schon vor 5000 Jahren gewusst und benutzt. Und schon Plato, das war 100 Jahre vor Euklid und seine Entdeckung steht in Euklids Elementen, hat entdeckt, und das wussten auch die Babylonier, dass es eine allgemeine Formel gibt. Ich nehme zwei Zahlen P und Q und ich schreibe hier 2PQ und hier P Quadrat minus Q Quadrat und hier P Quadrat plus Q Quadrat. Und das tut es immer. Zum Beispiel mit 2 und 1 hätte ich 2 mal 2 ist 4. 4 plus 1 ist 5. Und 4 minus 1 ist 3. Und das hat man eben schon vor 3000 Jahren, ungefähr 2500 Jahren, entdeckt. Also das alles natürlich wusste Fermat, das war gar nicht interessant. Aber er wollte eine schwierige Aufgabe stellen. Und er stellte in einem Brief an den berühmten Priester und Mathematiker Mersenne, 1643, die folgende Aufgabe. Man finde ein rechtwinkliges Dreieck mit ganzzahligen Seiten. Das heißt, genau wie bei 3, 4 und 5 müssen die Zahlen A, B und C ganze Zahlen sein. Aber ich verlange mehr, sonst ist es zu leicht. Es gibt diese geschlossene Formel. Ich verlange, dass die Summe der Katheten, wenn Sie die Terminologie aus der Schule vergessen haben, die Katheten sind die kurzen Seiten, die Summe der Katheten, also A plus B, soll eine Quadratzahl sein. Also etwas Quadrat. Nun, das allein tut es nicht. Denn die ganze Sache ist homogen. Hier habe ich die Lösung gehabt, 3, 4, 5.
Aber 3 plus 4 ist 7, das ist keine Quadratzahl. Aber jetzt, wenn ich das Ganze hochmultipliziere mit 7, ich strecke einfach, meine Seite wird 7 mal so lang, dann steht hier 21, 28 und 35. Und 21 plus 28 ist ja 7 mal 7, ist eine Quadratzahl. Das ist also total langweilig, ich kann es immer erreichen. Aber er sagte, nein, nicht nur das, sondern auch die Hypotenuse soll eine Quadratzahl sein. Jetzt wird es schwer. Ich will also, dass die Summe der kurzen Seiten der Katheten eine Quadratzahl ist, die Summe, die Hypotenuse auch. Nun, Sie können sehr gut sagen, warum zum Teufel soll ich das wissen wollen? Und die Antwort ist natürlich nicht einmal in Mathematik, niemand will das wissen. Aber man will Aufgaben finden, die es in sich haben, die die Theorie weiterbringen, die lösbar sind, aber nicht leicht und dass man weiter denken muss. Also die Aufgaben für sich, man stellt häufig diese Frage, warum fragen die Mathematiker nach einem rechtwinkligen Dreieck, wo die Summe der Katheten und die Hypotenuse Quadrat sind? Was ist das für ein Blödsinn? Und die Antwort ist, ja, weil Fermat die Frage stellte und er hat nur mit seinem Gehirn, es gab ja kein Computer, es gab nicht einmal Rechenmaschinen, nur mit dem menschlichen Gehirn hat er das Problem gelöst, an seinen Freund Mersenne, übrigens voller Schadenfreude geschrieben, Sie können das bestimmt nicht lösen, ich habe es gelöst. Er hat die Lösung geschickt und auch behauptet und bewiesen, das ist die kleinste Lösung ohne Computer. Und das ist Fermats Lösung aus dem Jahr 1643. Und deswegen stellt man solche Fragen. Das ist irgendwie eine Errungenschaft des menschlichen Gehirns. Das macht man ganz nicht, wenn man bis zum Mond gelangt, okay, aber da haben Tausende von Leuten mitgearbeitet und enorme Maschinen und sehr viel Technik und Tausende von Tonnen von Stahl und so. Aber dies machte ein Mensch mit nur dem, was in seinem Kopf war, ganz allein, ohne Computer, ohne Hilfe, ohne alles. Und dass so etwas möglich ist, das finde ich bis heute irgendwie unglaublich. Und die Lösung ist einfach genug. Ich werde das hier nicht vorführen. Ich meine, natürlich kann man mit einem Computer checken. Aber er hat ja nicht Zahlen ausprobiert. Er hat die wirklich aufgebaut, ganz systematisch, bis er gesehen hat, so finde ich eine Lösung. Das ist auch noch die kleinste. Das ist diese Lösung. Und das wollte ich zeigen, weil es irgendwie sehr verblüffend ist, dass man bei einer so einfachen Fragestellung eine so komplizierte Antwort hat. Das ist verblüffend genug, aber dass ein Mensch das mit nur seinem Kopf finden kann, ohne jedes Gerät, das finde ich irgendwie sehr besonders. Also das war mein erstes Beispiel, also das die Aufgabe von Fermat. Also ich habe sie hier kurz notiert, falls Sie vergessen hatten, Summe der Katheten ist ein Quadrat, eine Quadratzahl, Hypotenuse ebenfalls und die kleinste Lösung ist diese nette Lösung, die ich heute handschriftlich geschrieben habe. Die zweite Aufgabe ist noch viel älter. Sie taucht auf in einem arabischen Manuskript vom Jahr 972, also vom 10. Jahrhundert. Und der berühmte Mathematiker Fibonacci, viele von Ihnen kennen den Namen wegen der Fibonacci-Zahlen, der hat im 13. Jahrhundert gelebt. Er hat dieser Aufgabe ein ganzes Buch gewidmet. Das hieß Liber Quadratorum, das Buch der Quadrate. Und das war im Jahr 1225, was auch ein Quadrat ist, aber ich glaube, das war ein Zufall. Und die Frage ist die sogenannte Frage nach den kongruenten Zahlen. Also ich sage, was das ist. Also zweites Beispiel sind die sogenannten kongruenten Zahlen. Kongruente Zahlen vielleicht, wenn ich das so sage. Und zwar, das ist aus dem Jahr, ich glaube, das war 972 jedenfalls, im letzten Drittel des 10. Jahrhunderts und dann wieder Fibonacci, wie gesagt, im Jahr 1225. Und die Aufgabe ist, gegeben sei eine Zahl. Aber ich übertreibe jetzt, denn in diesen beiden, also ich werde haben N, aber in den beiden Büchern von den arabischen Manuskripten, auch von Fibonacci, war die Zahl 5. Also gegeben sei 5, aber dann können Sie natürlich die Zahl ändern. Frage. Also 5 heißt kongruent, das ist die Definition, ist kein ganz Standardwort, aber viele kennen das, ich meine, auch in den Zahntheoretiken kennt es nicht jeder, meine ich, 5 ist kongruent, falls, ich mache nur ein Bild, es gibt ein rechtwinkliges Dreieck, wieder mit rationalen Seiten, also pythagoreisches Dreieck, Bruchzahlen, ich schreibe nur Brüche, also rationale Seiten und Hypotenuse, aber mit Flächeninhalt
gleich 5. Also die gegebene Zahl. Also die Frage, ist 5 oder eine andere Zahl eine kongruente Zahl, bedeutet, lässt sich 5 realisieren als der Flächeninhalt von einem pythagoreischen Dreieck. Also ich kann kurz die Antwort sagen zu kleineren Zahlen, 1, 2, 3 und 4. Die Antwort ist nein. 5, die Antwort ist ja. Auch 6 und 7, ja, ist eben der Fall von diesen alten Manuskripten. Und es gibt auch hier eine vollständige Antwort, genauso wie meine Geschichte mit Viegas. Eine Richtung ist bewiesen, die andere, wenn diese Bird Swidden Dial vermuten, die $1 Million wert ist, wahr ist. Also wir wissen, wir denken, dass wir die Antwort wissen. Aber zum Beispiel 6 ist ganz leicht, denn ich nehme das Dreieck, das ich schon x-mal genommen habe. 3, 4, 5, 3 Quadrat plus 4 Quadrat ist 5 Quadrat. Damit ist es ein pythagoreisches Dreieck. Und der Flächeninhalt bekanntlich ist ein halb AB, ist die Hälfte von dem Rechteck. Und ein halb mal 3 mal 4 ist eben 6. Also 6 ist unproblematisch. Keiner, auch im 10. Jahrhundert, hätte ein Wort darüber geschrieben, geschweige denn ein ganzes Buch. Aber 5 ist nicht ganz evident. Und die Antwort war ja, und ich schreibe das Dreieck hin, diesmal habe ich kein Bild gemacht, weil es nicht so kompliziert ist. Die kurze Seite, die kurze Kathete ist 3/2. Die andere brauche ich eigentlich gar nicht zu sagen. Sie muss 20/3 sein, denn der Flächeninhalt ist ein halb AB. Und das muss 5 sein, sonst habe ich die Aufgabe nicht gelöst. Wenn ein halb AB 5 ist, ist A mal B gleich 10. Und wenn A 3/2 ist, dann muss B 20/3 sein, damit es hinkommt. Aber das könnten Sie natürlich mit jeder Zahl statt 3/2 machen, dass das Produkt gleich 10 würde. Aber dann würde es hier fast nie hinkommen. Aber jetzt kommt es wunderbar hin mit 41/6. Nun, natürlich kann man sagen, wozu ein ganzes Buch darüber schreiben? Der gute Fibonacci hätte nur machen müssen, wie der gute Herr Zage, auf ein Blatt Papier schreiben, hier sind die Zahlen, 3/2 und so weiter. Aber er hat das Problem gelöst. Er hat nicht gecheckt, dass die Logik wahr war, sondern er diskutierte, das war sehr primitiv. Es ist Fibonacci, der die ganze Arithmetik in Europa eingeführt hat. Die Leute wussten gar nicht, wie man gewöhnlich Arithmetik macht, Addition, Multiplikation, die benutzen auch römische Ziffern. Versuchen Sie 59 Quadrat in römischen Ziffern zu machen, Sie werden verrückt. Er hatte mehrere Jahre in den arabischen Ländern verbracht, Arabisch gelernt, er brachte das ganze Wissen zurück, schrieb sein berühmtes Buch Liber Abaci und hat eben die Sachen bekannt gemacht. Also er musste sehr viel erklären, aber er hat wirklich von Anfang an entwickelt, wie man so ein Problem löst. Ich erwähne in diesem Zusammenhang, es gibt eine äquivalente Zahl, die Zahl n, also es muss nicht 5 sein, ist kongruent, aber das ist ein Satz, nicht ganz evident zu zahlen. Wenn es eine Quadratzahl gibt, welche um n, um die gegebene Zahl, zum Beispiel 5, erhöht oder vermindert, wieder eine Quadratzahl ergibt. Ich schreibe kurz, weil das Papier ausgibt, ein Quadrat gibt. Ja, das ist total äquivalent, aber es ist nicht ganz leicht zu checken, dass es äquivalent ist. Und in diesem Falle, ich kann die Zahlen hinschreiben, wenn ich Papier, ich dachte, ich hätte ganz viel Papier mitgenommen, aber ich habe nicht. In diesem Fall, nö, es geht, ich glaube, ich komme gerade gut hin. Ich nehme die Zahl 11 plus 97, 144. Nun, das würden Sie vielleicht nicht auf Anhieb finden, als die Antwort auf irgendeine Frage. Und vielleicht können Sie im Kopf sehen, aber vielleicht können Sie nicht im Kopf sehen wie ich, dass das dasselbe ist wie 3 5/12 zum Quadrat. Ja, aber was ganz leicht ist, was Sie wohl im Kopf tun können, ist die Zahl 11 und 97 144 um 5, das war meine gegebene Zahl, vermindert. Vermindern, also ich habe dann 6 und 97 144 und das ist 2 und 7/12 Quadrat. Und wenn ich 11 plus und 97 144 um 5 stattdessen erhöhe, also 16 und 97 144 ist das 4 und 1/12 zum Quadrat. Also das ist nur äquivalent mit diesem Bild, aber Sie sehen, da sind die Zahlen wesentlich komplizierter. Das ist also auch ganz lustig, dass ein Problem, was zunächst ganz geometrisch zu sein scheint, auch eine total andere Schreibweise hat. Also in
in Zahlen, in Buchstaben ausgedruckt, könnte ich sagen, x Quadrat plus n ist ein Quadrat, y Quadrat, x Quadrat minus n ist eine andere Quadratzahl, z Quadrat. Also das wäre die Aufgabe. Nun, das Problem klingt ganz leicht, schließlich hat man es im 10. Jahrhundert und wieder im 13. Jahrhundert gelöst, aber das war für n gleich 5. Wenn man n gleich 157 nimmt, das ist die erste Zahl, wo es ein bisschen mühsamer wird, dann habe ich mal die Lösung gefunden und leider konnte ich heute nicht vergrößern, weil die Sekretärin schon nach Hause gegangen war, also das werden Sie kaum lesen können, aber Sie brauchen all die Ziffern nicht zu finden. Das ist die Lösung, die ich fand, das sind die drei Quadratzahlen, die Differenz haben, 157. Also 157 ist auch kongruent, da geht es nicht mit ein- und zweistelligen Zahlen, sondern hier sind Zähl- und Nenner 95-stellig. Also das sind schon komplizierte Zahlen. Also wieder kann man ein Problem überhaupt nicht ansehen, wann es leicht sein wird, wann es schwer sein wird. Das ist bei 157, das ist der Fall. Also die Frage war, ist 157 kongruent? Und die Antwort ist ja. Das hatte ich mal ausgerechnet zum Spaß für eine Vorlesung als Illustration von der Theorie und es wurde dann später in mehreren Lehrbüchern aufgenommen. Ich war ganz happy, dass mein Beispiel da überlebt hatte. Okay, das ist das zweite Beispiel dieser Art. Das erste war das Problem von Fermat mit den zwei Kathetern. Das eine war vom 17. Jahrhundert, das zweite war vom 10. Jahrhundert. Das letzte ist, soweit ich weiß, vom 21. Jahrhundert. Ich habe davon vor einem Monat gelernt von einem Freund, der irgendwo hier sogar im Saal sitzt, aber ich sehe ihn jetzt nicht. Das war ein chinesischer Freund und er hatte das gefunden im chinesischen Internet. Und er zeigte es mir und einem anderen mathematischen Freund, wir saßen beim Dinner. Und im Internet stand, dies ist das gemeinste Problem in der ganzen Geschichte der Mathematik. Das ist, was da stand. Also ich habe es hier abgeschrieben, noch mit dem Chinesischen, falls Sie gerne Chinesisch lesen. Ich habe das geschrieben, aber ich werde es nicht vorlesen, weil mein Akzent so lausig ist, dass die, die Chinesisch können, also stöhnen würden. Aber da steht, es ist das schlimmste Problem, das übelste Problem in der Geschichte der Mathematik. Und darunter stand, nur 95% der Menschheit können diese Aufgabe nicht lösen. Und mein Freund sagt, ja, natürlich fühlt er sich dann gezwungen, das zu probieren. Er konnte es auch nicht lösen. Die Anzahl ist nicht 95%, sondern vermutlich 99,9999%. Wenn Sie kein Berufszahntheoretiker sind, haben Sie überhaupt keine Chance. Und wenn Sie das sind, haben Sie auch keine Chance. Und außerdem müssen Sie das Problem lieben, denn man muss ein paar Stunden verschwenden. Ich habe es natürlich gelöst, denn ich bin Berufszahntheoretiker und liebe Zahlen. Aber es ist sicherlich nicht 5% der Bevölkerung, sondern vielleicht ein paar hundert Leute in der Welt. Also es müssen schon Zahntheoretiker sein. Aber ich sage erstmal, was die Aufgabe ist. Die klingt wirklich sehr, sehr elementar. Wieder kann man fragen, warum diese Aufgabe? Und die Antwort ist wieder ein bisschen dasselbe, weil man entdeckt habe, dass es hier ein Problem gibt, was sehr leicht zu formulieren ist, aber verblüffend tief in die Struktur der Mathematik hineingeht. Das war also ein wunderbares Beispiel von etwas, wobei man vielleicht nicht weiß, wovon. Also hier ist die Aufgabe. Man findet drei positive Ganzzahlen, A, B und C. Nun, im Internet wollten sie, dass es noch elementarer aussah. Die sagten, man findet drei Zahlen und dann gab es einen Apfel, eine Orange und eine Banane. Und dann die ganzen Gleichungen waren Banane geteilt durch Apfel plus Orange. Man wurde total verrückt. Die wollten den Eindruck geben, es ist noch einfacher. Aber ich denke, wer nicht weiß, was A, B und C ist, wird eh die Aufgabe nicht angucken wollen. Ups, etwas ist schiefgegangen hier. Ach so, ich decke das mit dem Papier zu, deswegen. Hier ist die Aufgabe, ich suche drei Zahlen, A, B und C, positive ganze Zahlen, sagen wir ohne gemeinsamen Faktor, sonst könnte ich den entfernen, so dass die erste Zahl, A, geteilt durch die Summe der beiden anderen, plus die zweite Zahl geteilt durch die Summe der beiden anderen, plus die dritte Zahl geteilt durch die Summe der drei anderen, eine ganze Zahl ergibt, und zwar nicht irgendeine Zahl, sondern 4. Das war die Aufgabe. Nun, ich werde nicht in Realtime die Lösung hinschreiben, denn so schnell kann ich gar nicht schreiben. Hier ist die Antwort und wie hier steht, auch die kleinste. Das ist sie. Sie können das sofort nachprüfen im Kopf. Einfach
ausmultiplizieren A geteilt durch B plus C. Und wieder, diesmal ist es nicht nur das menschliche Gehirn, denn auch ich als Berufszahntheoretiker kann das nicht machen, ohne den Computer überhaupt zu verwenden, weil ich so große Zahlen nicht tippen kann und multiplizieren. Also schon checken, da braucht man den Computer als Rechengerät. Aber mehr habe ich nicht benutzt. Ich benutzt habe sehr viel Theorie, die sogenannte Theorie der elliptischen Kurven. Das ist eine großartige Theorie, die im Laufe der letzten 150 Jahre entwickelt wurde. Und auch, aber wenn man diese Theorie gut kennt, ist es gar nicht klar, wie man das Problem löst. Das ist die kleinste Lösung, das weiß ich auch. Nicht, weil mein Computer alle Zahlen bis dahin ausprobiert hat. Diese Zahlen haben jeweils ungefähr 75 Dezimalstellen. Also ein direkter Such Programm würde 10 hoch 216 Schritte haben. Angenommen, Ihr Computer kann 1 Milliarde Schritte pro Sekunde machen. Das ist vielleicht langsam, vielleicht kann es ein bisschen mehr. Dann haben wir 216 minus 9, 207. Dann ein Jahr hat 10 hoch 11 Sekunden. Also jetzt sind wir bei 197. Also 10 hoch 197 Jahre müssen Sie warten, bis der Computer das einfach findet durch Gewalt. Also so wird es nicht gehen, auch mit einem Computer. Denn erstaunlich häufig höre ich nicht Mathematiker, die offenbar nie ein experimentelles Programm für Mathematik gemacht haben, sagen, ja, mit dem Computer muss das ja ganz leicht sein. Nichts davon, dies geht überhaupt nicht mit dem Computer direkt. Und das ist für mich wieder total verblüffend, total erstaunlich, dass eine Aufgabe, die so einfach mündet, die so einfach zu formulieren ist, zu solchen Zahlen führen kann. Ich sage noch ein paar Sachen hierzu. Ich bin Mathematiker, das bedeutet, ich liebe Zahlen. Das stimmt gar nicht, ich kenne viele Mathematiker, die Zahlen hassen. Aber ich bin Mathematiker und ich liebe Zahlen. Und deswegen, wenn ich so etwas sehe, dann werde ich gleich neugierig. Ja, was ist, wenn man die Zahl 4 natürlich ändert. Nun, bei 6 habe ich es auch gelöst, bei 5 geht es nicht. Bei 6 war die Lösung noch doppelt so groß. Aber dann sagte ich, okay, vergessen wir diese blöde 4 und 6. Ich sage hier rechts einfach D, irgendeine ganze Zahl. Ich verlange nur, dass was Ganzzahliges rauskommt. Das muss ganz leicht. Jetzt suche ich nur mit dem Computer. Ich mache dann eine Schleife, habe den Computer eine Woche laufen lassen, bis A plus B plus C gleich 1 Million, keine Lösung. Dann habe ich nachgedacht, ein besseres Programm geschrieben. Jetzt brauche ich nur A und B, die zwei kleinsten, zu testen. Und der Computer findet gleich alle C, die es tun. Und jetzt habe ich A und B bis 1 Million probiert. Es hat auch eine Woche gedauert. Im Moment ist der Computer bei 2 Millionen ungefähr. Er arbeitet weiter. Nichts gefunden. Ich habe keine Ahnung, was die kleinste Lösung ist für A, B und C, wenn man die 4 einfach abschwächt und sagt, ich will überhaupt eine ganze Zahl. Ich kenne sogar überhaupt keine Lösung, keine einzige, die kleiner wäre als diese. Also ich habe keine Ahnung, es ist mindestens 6 Ziffern und unter 72. Also ich kann es nicht lösen. Und das ist mein Beruf und meine Spezialität. Also ein Problem, das man jedem interessierten Schüler erklären kann, kann man überhaupt nicht lösen. Und das finde ich eben auch eine der Faszinationen dieses Gebietes. Nun, die Zeit geht voran, das tut sie übrigens immer, habe ich festgestellt. Ich wollte ein paar Wörter sagen zu der Zahlentheorie, zu dem Gebiet, was zu solchen Problemen gehört, vielleicht 1 Minute. Und dann wollte ich von den 2 Aufgaben, mit denen ich angefangen habe, wo eine Folge, die ein bestimmtes Gesetz erfüllte, in dem einen Fall die Periode 5 hatte, in dem anderen die Periode 9, und Ihnen den einen Beweis vorführen, und den anderen, wenn Sie es wünschen, oder ich dachte eher sein lassen und bei den Fragen kann jemand fragen oder zu mir privat kommen, ich zeige, wie das geht. Aber erst zu der Zahlentheorie, dieses Gebiet der Diophantschen Gleichungen. Ich wollte eine Sache nicht gesagt haben. Die einfachsten Diophantschen Gleichungen kann man als Gleichung schreiben mit nur 2 Zahlen, x und y. Sie werden sagen, viele von Ihren hatten 3, zum Beispiel a, b und c. Aber es war, was man homogen nennt, wie das Dreieck. Ich konnte alles mit 100 multiplizieren, das spielte gar keine Rolle. Und deswegen, eigentlich gab es nur 2 Zahlen, die rational waren. Zum Beispiel das Problem von Fermat war A, B und C mit erstens ein pythagoreisches Dreieck, A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. A plus B, die Summe der Katheten, war eine Quadratzahl. C war ebenfalls eine Quadratzahl. Aber ich erwähnte schon, ich könnte immer das Ding skalieren. Also ich kann ruhig durch A plus B teilen. Und ich kann stattdessen sagen, A plus B ist gleich 1.
spielt gar keine Rolle. Das ist dieselbe Aufgabe. Und jetzt gibt es nur zwei Parameter. Denn wenn die Summe dieser zwei kurzen Seiten 1 ist, ist die kürzere 1 minus y halbe, die längere ist 1 plus y halbe, für irgendein y zwischen 0 und 1, damit das positiv bleibt. Und hier steht x². Und das ist jetzt die Aufgabe. Und wenn ich ausrechne jetzt a² plus b² gleich c², jetzt kann ich das gerade im Kopf nicht machen, aber es ist, glaube ich, y² gleich 2x hoch 4 minus 1. Also es ist eine Gleichung. Und die Frage ist, also die einfachste Frage, aber schon eine sehr tiefe, wann hat so eine Gleichung eine Lösung? Und die Antwort ist ganz erstaunlich. Erstens, dass man es nicht ganz weiß, aber so eine Gleichung hat eine Invariante, die heißt das Geschlecht. Und ich werde das nicht definieren, aber ungefähr, wenn der Grad der Gleichung, das ist der größte Exponent, die größte Hochzahl, die vorkommt, wenn sie 1 oder 2 ist, das heißt Geschlecht 0, also eine lineare Gleichung oder eine quadratische Gleichung gibt, dann ist sie immer lösbar. Oder manchmal ist sie überhaupt nicht lösbar. Zum Beispiel ein Kreis mit Radius Wurzel 3, das ist x² plus y² gleich 3, hat gar keine Lösung. Also das ist sehr leicht festzustellen. Wenn es überhaupt eine Lösung gibt, gibt es gleich unendlich viele. Und eine Methode, die auf unseren Freund Diophant zurückgeht, gibt alle. Wenn der Exponent 3 oder 4 ist, also sagen wir 3, aber hier ist es 4, man kann es immer umschreiben mit nur dritten Potenzen, wie die Aufgabe, die ich vorhin hatte, ich erwähnte, eine Primzahl sei eine Summe von zwei Kubikzahlen. Dann sind wir in dem Gebiet, das ich genannt habe, die Theorie der elliptischen Kurven, wo man diese riesigen Zahlen schnell begegnet. Wenn aber der Exponent größer ist als 4, das heißt Geschlecht 2 oder größer, dann, und das ist wirklich eine der ganz großen Errungenschaften, denke ich, des menschlichen Denkens im letzten Jahrhundert, dass dein Satz von einem Mathematiker, der hier in Bonn ist, an demselben Max-Planck-Institut, wo ich bin, das ist der Gerd Faltings, hat die Lösung gefunden vor 25, 30 Jahren. Und zwar die Aussage, das war eine Vermutung, schon fast ein Jahrhundert alt damals, dass sobald der Grad von der Gleichung mehr als 3 ist, oder sagen wir mehr als 4, es gibt, man muss eigentlich mit dem Geschlecht arbeiten, aber sagen wir, sobald es ein bisschen höheren Grad hat, dann hat die Gleichung entweder gar keine Lösung oder höchstens endlich viele. Aber alle die, die ich erwähnt habe, wo es diese riesige Lösung gibt, ich habe hier betont, dass das die kleinste ist, aber die nächste gibt es auch, nur die ist noch, glaube ich, hat ungefähr 50 mal so viele Ziffern. Also da bräuchte ich ein Buch. Aber es gibt unendlich viele. Also das ist eine fantastische Sache. Man guckt die Gleichung an. Entweder hat sie gerade 1 oder 2, ist ein Kinderspiel, also konnte man in griechischen Zeiten lösen. Oder ist die Theorie der elliptischen Kurven, wenn man solche monströsen Sachen findet. Aber man hat Techniken, man kann es angehen. Oder wenn es höhere Grad hat, dann gibt es überhaupt nur endlich viele sporadische, zufällige Lösungen, dann hört es auf. Aber das zu beweisen, das ist eine ganz, ganz große geistige Leistung, um das bewiesen zu haben. Das wollte ich nicht unerwähnt lassen. Okay, dann zum Schluss komme ich zurück auf die Aufgaben mit den Folgen. Also die erste war Zahl aus der Folge plus 1 ist Produkt ist gleich dem Produkt der Nachbarn. Und die Aufgabe war, dass das Ding dann die Periode 5 hat, also sich periodisch mit Periode 5 wiederholt. Ich sage gerne auch Kollegen, dass dies der einfachste Satz ist in der ganzen Mathematik. Denn es gibt natürlich Sachen, die noch einfacher sind. Also 7 plus 11 kann jeder ausrechnen. Aber dass 7 plus 11 18 ist, kann wirklich keiner einen Satz nennen. Aber diese Sache ist sehr tief, obwohl es so einfach zu lösen ist. Das ist, was ich am Anfang betonen wollte. Diese Sache spielt in der Theorie des Lead-Logarithmus, in der Theorie der Gewebe, in der Theorie der Schrödinger-Gleichung für eine besondere Potentialfunktion, in der Theorie der Cremona-Gruppe von P2, in vielen, vielen Theorien. Diese Tatsache mit der Periode 5, das ist ein echter mathematischer Satz, den man braucht. Aber einfacher zu beweisen als dieser Satz, kann es keinen Satz geben. Nämlich auch wer nicht will, kann nicht umhin, den Beweis zu finden, wenn er natürlich es anguckt. Wenn er nach Hause geht, dann nicht. Man fängt einfach an und man braucht gar nicht nachzudenken. Das ist das Ideal jedes Mathematikers. Man fängt einfach an. Also die zwei ersten Zahlen heißen A und B, weil alle Zahlen A und B heißen, wenn man sie bloß so nennt.
Und jetzt geht man weiter. Ich muss zu B 1 addieren und B plus 1 muss das Produkt sein von A mit etwas. Da gibt es nicht viel Wahl für das Etwas. Das Etwas muss sein B plus 1 durch A. Ich kann nichts anderes tun. Und ich kann es auch nicht tun, ich sei denn, ich gehe nach Hause und weigere mich, mir die Mühe zu machen. Aber ich kann mich kaum vertun, B plus 1 geteilt durch A. Jetzt nehme ich diese Zahl plus 1. Nun, B plus 1 geteilt durch A plus 1 ist A plus B plus 1 geteilt durch A. Aber dann muss ich durch B teilen, denn diese Zahl plus 1 muss das Produkt sein. Also jetzt muss ich durch A, B teilen. Es wird komplizierter und komplizierter. Und so war es auch in meinem Beispiel. Aber dann wird es plötzlich einfacher. Denn wenn ich diese Zahl nehme und 1 addiere, steht im Zähler AB plus A plus B plus 1 geteilt durch AB. Aber AB plus A plus B plus 1 ist nichts anderes als A plus 1 mal B plus 1. Und da ich hier schon B plus 1 durch A hatte, geht B plus 1 durch A weg. Und ich sehe die nächste Zahl hier ist A plus 1 durch B. Und jetzt diese Zahl plus 1, A plus 1 durch B plus 1, ist A plus B plus 1 durch B. Wenn ich das teile durch A plus B plus 1 durch AB, kommt heraus A. Und ich bin sowieso schon fertig, weil das A sich wiederholt hat. Aber wenn ich es noch nicht glaube, A plus 1 geteilt durch A plus 1 durch B ist tatsächlich B. Also Sie sehen, das ist ein Satz, der sich von allein beweist. Es war ganz langweilig. Ich sage nicht, dass der Beweis interessant wäre. Aber man braucht überhaupt keinen Einfall, keine Idee, kein gar nichts. So ist die Mathematik übrigens sonst nicht. Es ist ganz selten, dass man einen Beweis findet, ohne jeden Einfall. Aber die andere werde ich jetzt nicht sagen, weil das schwerer ist. Das war die Aussage Zahl, jede Zahl aus der Folge absolut genommen, also ohne Vorzeichen, ist gleich Summe der Nachbarn. Und fast am liebsten, ich werde jetzt aufhören, das nicht sagen. Sie können gerne fragen, jemand kann privat nachher zu mir kommen. Ich zeige es gern. Fast hätte ich am liebsten, dass niemand fragen, dass die, die es lustig finden, zu Hause erstens ein paar Beispiele ausprobieren. Es sieht ja viel, viel leichter aus, weil man nur addiert. Man hat auch keine Bruchzahlen. Ich finde noch mein Beispiel von, na, ich habe natürlich alles permutiert, aber es ist ja völlig egal. Ich kann nur ein neues Beispiel. Es kostet nichts. Nicht mehr jetzt, als ich vorhin hatte, oder finde ich sie doch? Hier sind sie. 2, 5, 3, also Sie nehmen irgendwelche Anfangszahlen wie 2 und 5 und probieren das aus. Und nach einigen Versuchen werden Sie feststellen, es geht immer, muss ja, es ist ein Satz. Und die Frage ist, warum? Kann ich das mit meinem menschlichen Gehirn ohne andere Hilfsmittel beweisen? Die Antwort ist, man kann, aber es ist gar nicht so leicht in diesem Fall wie in dem anderen. Und ich glaube, dass ich damit aufhören möchte.